Wow, wow, bevor das Video startet, Jungs und Mädels, ab sofort gibt es im Panini Online Shop meine eigenen PAX United Karten. So sehen sie aus. Das Ganze in einem Bundle verpackt. Das Bundle kostet 50 Euro. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ihr bekommt einmal das DFB Sticker Set dazu mit dem nummerierten Sticker. Allein aus diesem Grund lohnt sich das Angebot aus meiner Sicht schon. Natürlich auch die PAX United Karte. In jedem zweiten Bundle bekommt ihr eine Numbered Karte dazu. Es sind die Karten sind on-card unterschrieben und auch auf dem verifizierten oder auf den offiziellen Panini Autogramm Sticker. Finde ich sehr, sehr geil. Ich finde sogar mit dem Sticker geiler als on-card, aber müsst ihr halt Glück haben, welche ihr bekommt. Es gibt verschiedene Varianten, es gibt die grünen, es gibt die lilanen, es gibt die blauen sind die Base Karten von mir. Zack, so sehen sie aus. Das Bundle ist zeitbegrenzt, das Bundle ist limitiert, das heißt zuschlagen, solange das Bundle noch da ist. Ihr bekommt 50 Sticker-Tüten dazu, ihr bekommt das Hardcover-Sticker-Album damit dazu, ihr bekommt wie gesagt das DFB-Team-Sticker-Set mit dazu und ich kann euch mal ganz kurz, ja ich blende es mal ein Leute, ich hatte ja vor ein paar Wochen meine Adeyemi gezogen gehabt. Adeyemi war für mich jetzt nicht so relevant, sage ich mal, und habe die Adeyemi verkauft und ich kann euch einfach mal die Adeyemi zeigen, die höchste Nummerierung hatte. Sage ich nur mal so. Dann mit dazu ist auch noch eine Adrian XL Platinum AX, Adrian XL Limited Edition von der World Cup Katar AXL Serie. Jetzt habe ich genug rumgeschnackt. Gönnt euch das Bundle, das perfekte Weihnachtsgeschenk. Vielen, vielen Dank für den Support und jetzt geht's ab mit dem Video. Hallo, das glaube ich und willkommen hier zu einem weiteren Adventskalender-Türchen-Video auf meinem Kanal. Heute geht's rein. Türchen Nummer 8 ist angesagt. Türchen Nummer 8 haben wir hier oben in der Reihe. Das reißen wir mal auf und ich reiß auch die Türchen auf wie keine Ahnung, ne? Als wenn es, weiß ich nicht was wäre, als wenn es ein Westpaket wäre, Kapi. So, Türchen und Pack mit dem Fünferpäckchen, mit dem Fünferbooster und da haben wir Matchwinner Arne Meyer. Dann Online Cody Bodhi, Adam Klosek, Giekewitz, Meisterschale und Danny Latzer von den Schalkern. Das heute zum Bundesliga-Türchen. Dann geht es direkt weiter zum Champions League-Türchen. Champions League-Türchen Nummer 8. Wo ist es? Da ist es. Auf damit. Und was ist da denn hier? Ich glaube, das müsste das richtige Türchen sein, oder? Ich hoffe, das ist Türchen Nummer 8, weil das war da oben. Da oben ist noch was drin. Ich wollte einmal kurz rüber luschern, ob hier zwei Dinger drin sind. So, wieso wolltest du weg? Ivan Perisic, Wijnaldum, Rodrigo, Ajax-Logo, Matchwinner. Hohoho, Club 100, Mo Salah. Salah Matchwinner und Salah als Club 100 in einem Pack. Also das sieht man jetzt auch nicht. Sieht man jetzt auch nicht jeden Tag. Sehr, sehr geil. GG's. GG's. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Wo ist es? Da ist es. Und da gibt es natürlich wieder unser Handy. Türchen Nummer 8. Adventskalender Time. Ja, Wolski, wir gehen rein. Sticker Pack. FIFA World Cup. Katar 2022 von Panini. Türchen Nummer 8. So. Was haben wir drin? Was haben wir drin? Felix Afena Guyan von Ghana. Es geht weiter mit Ghana. Suleimana Mitoma aus Japan. Kai Ehrenbruder Havertz. Und Jan Baksch aus Iran. Ich würde sagen, das haken wir heute als Standard-Pack ab. Ein cooler war dabei, nämlich Ehrenbruder Kai Havertz. Aber ansonsten Suleimana, Felix, Afena Guyan und Mitoma aus Japan. Was hattet ihr in eurem Türchen? Zack, zack und zack. Wunderbar, sage ich dazu. Wunderbar. So, das war's. Das waren die drei Adventskalender, die ich jeden Tag auspacke. Geilster Pull heute Mo Salah Club 100, muss ich sagen. Also, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.